Hast du dich schon einmal gefragt, zu was du eigentlich alles in der Lage bist, was man alleine alles schaffen kann? Oft hört man, überschätzt dich nicht, das können nur die Profis, bist du dir sicher, das zu machen? Oder man sagt sich selbst, ich habe keine Zeit, ich mache das morgen. Hast du es dann auch sein lassen und es morgen doch nicht gemacht? Oder bist du einfach raus und hast es einfach gemacht? Nun, ich bin diesmal einfach rausgefahren. Ihr kennt meine Radreisen, bisher nur auf dem E-Bike, vollgepackt mit allerlei Gewicht und Luxus. Diesmal ist es etwas anders. Ich habe mein Gravelbike bepackt und mich dabei an Gewicht und Gepäck reduziert. Lediglich ein paar Taschen vorne und meine Arschrakete und los ging's. Es gab viele warme, sonnige Tage und weniger schöne Abschnitte, die meine Motivation auf die Probe stellten. Ich habe atemberaubende Landschaften durchquert, mich in den Weiten der Natur verloren und gleichzeitig zu mir selbst gefunden. Pannen, Unbekanntes und neue Erfahrungen haben mich herausgefordert, aber sie haben auch meinen Willen gestärkt, weiterzumachen. Während meiner Reise habe ich einige Leute und Menschen kennengelernt und habe die Geschichten von ihnen aus ihrem Leben erfahren. Die Erinnerungen an diese Begegnungen bleiben lang bestehen und neue Freundschaften wurden geknüpft. Die Reise war nicht nur ein physisches Abenteuer, sondern auch eine Reise in mein Innerstes. Die Zeit der Einsamkeit auf dem Fahrrad hat mich dazu gebracht, über mein Leben, meine Träume, meine Ziele nachzudenken. Es war eine Zeit der Reflexion und Selbstfindung, die mir Klarheit und meine Perspektive auf das Leben weiter gefestigt hat. All diese vielen Erfahrungen, die man in so kurzer Zeit erfährt, ja, wortwörtlich erfährt, von diesen kann man zurück im Alltag lange zehren. Doch ich möchte nicht viel zu viel verraten. Lasst uns zusammen in dieses Video eintauchen und meine Reise von Berlin nach Kopenhagen erleben. Ich hoffe, dass dich meine Erfahrungen inspirieren werden, deine eigenen Grenzen zu erkunden und das Unbekannte zu umarmen. Also mach dich bereit für eine Reise voller Emotionen, Schönheit der Natur und ein wenig Selbstentdeckung. Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam die Welt entdecken, von Berlin nach Kopenhagen. Doch erstmal nach Berlin. Und weil ich ein echter Sparfuchs bin, bin ich mit dem Quer-durchs-Land-Ticket 6 Umstiegen und mit ganz viel Spaß mit der Deutschen Bahn in gerade mal 12 Stunden in Berlin endlich angekommen. Nachdem ich am Bahnhof angekommen bin, habe ich mein Zimmer bezogen, bin noch ein bisschen durch die Stadt gegangen, habe da so ein Festival gesehen, war ganz interessant, so ein Food-Festival, habe dann noch beim Griechen was gegessen und bin dann auch relativ zeitig ins Bett gegangen, weil ich wollte ja morgen früh dann die Reise starten. Bestes Wetter heute zum Start. Generell soll es geil werden. Da ist das Frühstück. Gut. So, fertig gepackt. Und wofür ist nicht dieser Fitlock-Halter da? Wenn nicht, für Leibniz-Kekse. Muss ich nur zu helfen wissen. Aber ich muss ja über den Feiertag kommen. Also habe ich recht viel Proviant dabei. Genau, jetzt geht's los. Ab zum Brandenburger Tor. Hier bin ich. Hier beginnt meine Reise. Am Brandenburger Tor in Berlin. Ich will diesen Radreiseurlaub jetzt über Pfingsten. Ich habe 14 Tage Urlaub. Will ich von Berlin nach Kopenhagen fahren. Zwischendrin von Rostock aus eine Fähre. Genau, ich habe die 14 Tage. Ich denke mal, ich werde die 14 Tage nicht komplett brauchen. Aber es soll ein Wohlfühlurlaub sein. Von daher, ich habe jetzt keine Zerstörungstour aller meine vor. Sondern, mit Hängematte unterwegs, ein bisschen draußen zelten, vielleicht mal auf dem Campingplatz ein bisschen Strom holen und so. Mal gucken, was uns erwartet. Also hier geht's los. Heute, also jetzt haben wir... Müsste jetzt um 10 ungefähr rum sein. Genau. Ja, und hier fange ich an und jetzt geht's los. Seid mit dabei. Okay.
So, sage und schreibe, eine halbe Stunde stand ich jetzt hier einfach so an der blöden Straße, weil mein blödes Wahoo die Route irgendwie nur 4 Kilometer berechnet hat und dann war Ende. Jetzt habe ich eine Ersatzroute gemacht, die wollte er dann nicht koppeln. Keine Ahnung. Jetzt hat es irgendwie funktioniert, nachdem ich alles entkoppelt habe und ein Update wollte auch immer machen, aber ich habe hier halt kein WLAN, dann sagt er immer, geht nicht. Und irgendwie kann ich mein Handy WLAN, keine Ahnung. Ich bin gerade mit dem Ding auf Kriegsfuß, wollte eigentlich ja schon viel früher irgendwie los und jetzt, ja. Naja, jetzt geht's. Ich fahre jetzt dann irgendwie zu der Route und ich hoffe, es funktioniert. Ja, mal gucken. Es geht jetzt. Ich bin jetzt an meinem Punkt, wo ich wieder auf die Route komme. Schön hier. Bandau. Kurz Proviant aufgefüllt und eine Capri-Sonne. Wenn man so durch diese Grünanlagen fährt, könnte man vom Geruch her meinen, Gras wäre schon legalisiert. Also es ist ja krass hier in Berlin. Aber naja, nur was mir aufgefallen ist. Bisher einfach super schön durch den Wald zu fahren. Richtig schöne Strecken hier, ab und an so alte Brücken. Richtig schön aktuell. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 30 Kilometer ungefähr. Ich kann noch mal nachgucken. Seite. 30,4. Genau. Ja, also ich will meine 60, 70 heute irgendwie sowas schaffen. So grob der Plan. Mal gucken, je nachdem, wo ich so lande. Wenn ich irgendwas zum Essen noch finde, dann bleibe ich da auch mal stehen. Genau, einfach mal schauen. Ei, da ist mir gerade ein Dornbusch hier. Irgendwie so ein, also ein Dornast, keine Ahnung. Ist mir da gerade ins Gesicht gepfeffert. Keine Ahnung, man sieht jetzt noch nichts, aber es brennt wie Sau. Wahrscheinlich durch den Schweiß einfach. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht über die ganze Reise hier so einen roten Strich, weil es doch irgendwie minimal blutet. Ich weiß nicht, aber es brennt wie Sau. Sieht man es ein bisschen? Ich glaube nicht. Naja, mal gucken, wie sie es entwickelt. So, ich würde ein großes Wasser nehmen mit Sprudel. Wasser mit Sprudel, eine Flasche, ja? Genau. Und eine große Fanta. Und ein Whisky. Und ist der Baum da hinten nicht geil? Musste ich mal aufnehmen. Generell, hier sind übel die alten Bäume. Der ist auch übel dick. Sind das Bäume, Alter? Übel krass. Die sind richtig alt. Leider schon tot. Aber ey, überall fliegen diese Mücken rum. Sobald man stehen bleibt, man wird nur zerstochen. Furchtbar. Von nur so einem Wald können wir eigentlich in Bayern nur träumen, was eine Hängematte angeht. Das ist ja überall Spots. Bei uns ist alles voll mit Büschen und Hecken und keine Ahnung. Aber das ist geil. Ja, nice. Jetzt hier so einen Anglerplatz gefunden. Da hinten steht auch einer.
aber der ist ganz nett. Und hier, glaube ich, probiere ich es mit der Hängematte. Aber da hinten ist gleich der Radweg. Also von daher, ich bin nicht ganz so unsichtbar hier. Aber ich denke mir immerhin sowas und nicht irgendwie mitten in der Natur. Weil das ist so ein Anglersee. Mal gucken. Ich baue es jetzt einfach mal auf. Und da ist mein Plätzchen. Und es sind Mücken überall. Also sie hängt schon fast. Die Stäbe mache ich gerade noch dran. Damit ich seht ihr diese Mücken? Ich habe mich jetzt hier eh schon in meine Windjacke und eine Regenhose angezogen. Ja, einfach, weil ich kann nicht stehen bleiben, sonst kommen die sofort. Aber jetzt kommt der Wind auch langsam. Ich hoffe mal, dann gehen die ein bisschen weg. Aber oh, gut, dass ich ein Moskitonetz habe. Ja, ich baue mal weiter auf. So, ich bin jetzt endlich geschützt von den Mücken. Ich wollte euch das Aufbauen eigentlich mal filmen. Aber das ging nicht mit den ganzen Mücken. Das war... Nee. Ja. Aber hier, ich habe Ausblick quasi auf den See. Ist ganz geil. Und da hinten ist halt das Blöde. Ist halt quasi schon der Radweg. Ja, mal sehen. Also es ist nicht ideal, aber es ist okay, würde ich sagen. Genau. Wir haben es jetzt irgendwie 9:15 oder 9:30 schon. Also je früher ich penne, desto besser. Und ich hoffe, es kommt heute Nacht niemand. Aber ich meine, ich habe mir jetzt die höchste Mühe gegeben, nicht in einem Naturschutzgebiet zu pennen, sondern habe jetzt hier so einen Anglersee eben gefunden. Ja, da hinten ist eben auch ein Angler. Der ist direkt mit einem Zelt da, aber der ist halt von der Straße nicht ersichtlich. Aber ich habe sonst keine Bäume gefunden, die vom Abstand gepasst haben. Die hier sind okay, auch schon grenzwertig. Die sind irgendwie so 7 Meter auseinander. Ha, hab ich hier sogar eine Mücke drin. Ich habe mir eigentlich Mühe gegeben. Naja. Genau, und morgen geht es dann ziemlich früh einfach gleich los. Packe ich meine Sachen zusammen. Genau. Hunger habe ich nicht mehr. Ich hatte ja noch diesen Griechen da gefunden, habe ich dann da was gegessen. Also in dem Fall habe ich diesmal Glück, dass ich nicht kochen musste, sondern auch was gefunden habe. Weil auf dem Elbe-Radweg, da habe ich ja nichts gefunden, da waren alle Restaurants zu. Naja, diesmal habe ich Glück gehabt. Also ich haue mich jetzt in die Koje und ich glaube, wir hören uns heute nicht mehr. Es sei denn, irgendwas passiert heute Nacht. Also, macht's gut. Gute Nacht. Richtig, richtig schön. So, das ist mein Schlafstätte-Leben. Vor Ort hier und man sieht da hinten, das ist dann gleich der Radweg. Und jetzt geht da gerade schön die Sonne auf da hinten. Nun, da war er angebrochen, der zweite Tag. Und die Nacht, naja, war eher so lala. Eine ungewohnte Schlafsituation, die Geräusche der Natur in der Nacht. Und eben auch der frühe Sonnenaufgang. Das alles sorgte für einen doch recht kurzen Schlaf in der ersten Nacht. Aber hey, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also früh aufs Rad und Kilometerschrubben war angesagt. Hinten am Steg habe ich gerade hier drüben habe ich gerade meinen Wasserfilter benutzt und Wasser aufgefüllt. Falls ihr das im letzten Video nicht gesehen hattet, ich habe hier jetzt gerade Wasser eingefüllt. Also falls ihr seht, das ist einfach nur Wasser aus dem See, Bach, keine Ahnung, Hafengebiet. Kommt da der Grail drauf, hier oben aufmachen, da ist ein bisschen Luft rausgehen kann und dann einfach drücken. Also hier ist gefiltertes Wasser drin und ich dachte mir, man könnte ja mal was anderes machen. Naja, ich habe mir auf alle Fälle was mitgenommen. Und zwar
Krümel-Eistee. Und da kann ich mir jetzt Eistee draus machen, aus meinem gefilterten Grail-Wasserfilter-Wasser. Von daher habe mein Löffel. Was brauche ich da? Mal gucken, wahrscheinlich so 3-4 Löffel. 1. Ich glaube fast, dass 3 reichen. Dann kann ich das zumachen, schön schwenken. Und dann habe ich Eistee aus Seewasser. Ist das geil oder ist das geil? Ein bisschen schwenken. Also eine Idee, die mir in der Schule kam. In der Berufsschule. Und dann habe ich dann meinen Eistee. Die Frage, wie es dann schmeckt, ne? Wie Eistee halt, ne? Aber ist geil. Ist geil. Wofür hat man den Gravelbike, wenn nicht für solche Strecken? Also vorhin waren jetzt ein paar mehr Wurzeln, jetzt geht's gerade wieder. Aber ja, es ging richtig steil bergab. Da hatte ich ein bisschen Bammel um die Bremsen, weil es halt nur kurz steil war, aber schon gescheit steil. Ja, und da ist wieder so ein See. Und ich muss weiterfahren. Die Mücken killen mich schon wieder. Also eine Pause ist mir nicht gegönnt, sonst werde ich aufgegessen. Kann man sehen, dieses ständige Hoch und Runter? Nee, nicht wirklich. Ach, im Video kommt es immer so blöd hoch. Also ich bin gerade den Berg hochgefahren, ich gucke jetzt von oben runter. Und da hinten sind schon wieder so Hügel. Ich kann wieder nicht stehen bleiben, weil überall Mücken sind. Ach Mann, ich brauche eine Pause. Und hier ist jetzt übrigens Rollsplit die ganze Zeit. Das ist die offizielle Hauptstraße, weil diesen Waldweg mit dem Sandweg wollte ich jetzt nicht fahren. Und überall steht auch Waldwege gesperrt wegen Brand... Waldbrandgefahr. Ja. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich hoffe jetzt, dass meine Reifen den Rollsplit, weil der ist doch relativ spitz, dass da jetzt nicht noch ein Malheur passiert. Ja, und in der nächsten Stadt gucke ich mal, ob ich irgendein Restaurant oder so finde. Irgendwas zum Essen. Ansonsten mache ich mir meine Nudeln. Ich habe kein Wasser mehr. Ja, Nudeln kann ich mir dann. Egal. Wir gucken mal weiter, ne? Ja. Und hoch und runter die ganze Zeit. Was soll ich sagen? Es geht die ganze Zeit hoch und runter. Auf wahnsinnig schlecht geteerten Straßen darfst du dich hochquälen. Das ist irgendwie mal Pflaster gewesen, dann haben sie Asphalt drüber geschüttet und es geht alles kaputt nach und nach. Besteht eigentlich nur aus irgendwelchen Flicken. Naja, und wenn du dann oben bist, dann kannst dir gewiss sein, dass die Abfahrt auf alle Fälle Pflaster sein wird. Also die Abfahrt kannst du auch nicht genießen. Oh, von daher, ey, ja, heute willst du die Strecke wissen, ne? Und eigentlich war mein Plan, dass ich heute noch bis nach Waren komme, weil es da einen Campingplatz gibt, wo ich mit meinen Eltern schon mal war und der war eigentlich ganz cool. Die Mücken sind auch immer noch da. Und da würde ich gern hin. Aber da ist auch noch ein gutes Stück hin. Ich glaube, das ist nochmal 50 oder so. Ich weiß nicht genau. Einfach mal gucken, wie weit ich komme, aber es ist jetzt so um Mittag rum. Es ist jetzt ja, 12:30. Und ja, ich bin eigentlich super gut in der Zeit, aber ich will halt irgendwie jetzt dann auch langsam mal wieder was essen. Ja, mal gucken. Aber aktuell ist es nur Berge quälen. Ja, ja, ich trinke noch was und dann geht's weiter. Und ich werde aufgegessen die ganze Zeit. Es ist furchtbar.
Ach, und habe ich euch schon von dem Wind erzählt? Nee? Wartet mal, von wo der kommt. Ach, da hinten. Aber ich glaube, das ist jetzt nur hier auf der Höhe des Berges so schlimm. Ich hoffe, es wird dann wieder besser. Oder im Wald wird es auch einfacher. So, was mache ich jetzt auf einem Friedhof? Ja, alle, die mehr so Videos anschauen, die wissen es. Es gibt hier immer wieder so Wasserhähne. Und in Deutschland gibt es die Regel, wenn es kein Trinkwasser ist, dann musst du es dran schreiben. Ja, und normalerweise ist auf Friedhöfen das meistens ganz normales Leitungswasser. Und von daher kann ich jetzt hier überall auffüllen. Das ist geil. Kleiner Geheimtipp, aber ich glaube, ein Geheimtipp ist es nicht mehr. Das machen viele. An Friedhöfen gibt es Trinkwasser. Genau. Ich fülle mal auf. So, ich habe hier so eine Station gefunden, also eine Bank, so ein Ding. Und ich koche mir jetzt einfach meine Nudeln. Keine Ahnung, ob ich da noch an irgendwas vorbeikomme oder so, aber deswegen habe ich es ja mitgenommen. Von daher packe ich jetzt einen Kocher aus. Wasser habe ich ja jetzt gerade vom Friedhof geholt. Und dann vorher sprühe ich mich nur mit Autan ein. So, ich habe hier Nudeln. Hier kann ich mir gleich noch Pesto aussuchen. Mehr hat hier nicht reingepasst. Also ich weiß jetzt ungefähr, dass 120 Gramm hier in den Topf passen. Genau, und jetzt wird hier schön die Nudel gemacht. Ich habe hier noch meinen Löffel. Salz ist schon drin, keine Ahnung, ich habe es jetzt noch nicht kochen lassen, aber genau. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich habe hier jetzt meine wunderbaren Nudeln mit Pesto. Ja, das ist so Jalapeno-Pesto. Doch schärfer als gedacht. Naja, aber hält sich noch im Rahmen. Genau, und jetzt esse ich hier schön meinen Topf auf, lasse den Strom noch ein bisschen laden, weil ich habe da hinten meine Solarzeile hingestellt. Ja, kann man sich's gut gehen lassen. Gehört ja auch dazu zu dem Urlaub. Wobei aber ich heute irgendwie noch nach Waren will und das ist halt doch noch echt ein gutes Stück. Ja. Andererseits, jetzt ist es glaube ich 14 Uhr oder sowas. Ja, ziemlich genau 14 Uhr. Ja, kriegen wir zeitlich schon hin. Ich glaube gestern, die Sonne ist, aber ja, ich will da halt auf den Campingplatz. Da weiß ich immer nicht, wie das da mit dem Check-in ist. Da sollte man ja eigentlich um 18 Uhr oder sowas da sein. Aber bin ich um 18 Uhr, bin ich noch nicht da. Naja, mal gucken. Nach meiner Mittagspause habe ich doch etwas länger die Sonne genossen und habe mich mit vorbeikommenden Radfahrern unterhalten und die Zeit, die ging ins Lande. Aber da ich diesen Urlaub ja eher genießen wollte und mich nicht stressen wollte, entschied ich mich doch nicht bis nach Waren durchzufahren, sondern habe über Google einen schönen Campingplatz am Useriner See gefunden und den habe ich angepeilt. So, ich habe mich, oh Gott. Ja. Ich habe mich jetzt umentschieden, ich fahre nicht mehr bis nach Waren durch, sondern habe hier einen coolen Campingplatz gefunden, direkt im Wald. Von daher, ja, mache ich jetzt hier Pause, bin direkt am See, kann da baden gehen, kann vor allem duschen gescheit. Und das ist dann, glaube ich, schon ganz geil. Genau, jetzt packe ich da meine Sachen aus. Fahrrad habe ich hier. Genau. Früh um kurz nach 4 wurde ich wach zum Sonnenaufgang, aber habe schnell nochmal die Augen zubekommen. Und so gegen 8 war es Zeit für ein deftiges Frühstück, um gewappnet zu sein für die heutige Etappe. Es sollte heute ganz entspannt bis nach Waren gehen.
bin jetzt gerade am Campingplatz losgefahren. Das hier ist der Weg dahin. Ich werde schon wieder zerstochen. Ja, war ein schöner Campingplatz. Ideal für Hängematten. Ja, ansonsten waren da noch welche da, die mit Kanus unterwegs waren. Die waren auch da auf der Zeltwiese. War ganz cool, aber ich muss jetzt schon wieder los. Ich werde zerstochen. Es sind die einfachen und simplen Entscheidungen, die den ganz besonderen Reiz für mich an einer Radreise ausmachen. Es gibt nicht viel Auswahl und man muss alles auf sich zukommen lassen und gucken, was kommt. Das Einzige, worum man sich Gedanken machen muss, ist, was und wann esse ich heute, wo schlafe ich oder habe ich noch genug zu trinken. Das Leben ist auf das Simpelste runtergebrochen und man kann dem stressigen Alltag komplett entfliehen. Ich sage gerne zu Freunden, einfach mal ein paar Tage im Dreck leben. Und da ist auch was Wahres dran. Das ist es irgendwie, dieses Zurück zu den Wurzeln und die Welt neu entdecken. Und vor allem auch sich selbst neu entdecken. Seht ihr diese ganzen Mücken? Die wollen dann alle angreifen. Davon rede ich die ganze Zeit. Ey, geht nicht. Man kann nicht stehen bleiben. Sobald man irgendwo im Schatten steht, vorbei. Ja, keine Ahnung, ob mich jetzt was erwischt hat. Ich wollte nur kurz trinken. Frisch einschmieren und mein Eis nehmen. Nein. Ist nichts rausgefallen. Dass ihr euch denkt, dass ich das die ganze Zeit mache. Sozusagen jede dritte Flasche oder so. Geile Musik auf den Ohren. Nice. Also heute ist wieder ein bisschen besser als gestern. So vom Fahren her. Die Radwege machen mit, weil es ist auf der Straße, wo nebendran, also da ist wieder asphaltiert, aber auf der Straße. Mal gucken. Ja, jetzt geht's vielleicht sogar ein bisschen wenig reingemacht. Nothing compares. Nothing compares to you. Ja. Compares. Nothing compares to you. To you. Ja, ich glaube, wir haben einen Sonnenstich oder so. Keine Ahnung. Aber die Laune ist gerade gut. Weiter geht's. Da geht's wieder hoch. Also die Höhenmeter habe ich heute schon auch irgendwie. Ah, Anstieg. Ja, geil. Kann die auch schnell fahren. So, hab hier gerade so einen Stopp eingelegt bei einer entspannten Limonade. Genau, hier hinten ist so ein, beziehungsweise da. Dieses Haus. Das Haus ist das Heinrich-Schliemann-Museum. Also das gibt es hier irgendwie. Das ist ja der Erfinder von Troja, beziehungsweise irgendwie auch nicht, weil ich habe es jetzt gegoogelt. Irgendwer anders hat es eigentlich wirklich gefunden, aber er hat den Ruhm irgendwie eingesackt. Keine Ahnung. Aber ganz schön hier. Da sieht man diese ganzen alten Mauern hier. Die haben sie da hochgezogen und ist richtig schön. Und ey, diese rote Linie hier. Das ist kein Helmabdruck, ne? Helmabdruck ist das da. Das da ist einfach so ein Dornbusch, der mir am ersten Tag ins Gesicht gepfeffert ist. Ja. Jetzt sieht das immer richtig dullihaft aus, aber ich habe auch nichts da, um das irgendwie wegzumachen. Naja, ich trinke jetzt noch entspannt was und dann geht's da wieder los. Der Kassierer da hinten, wo ich die Getränke geholt habe, der meinte auch, dass der Weg nach Müritz, beziehungsweise nach Waren an der Müritz,
ganz gut sein soll. Von daher, ich bin optimistisch, dass wir da heute auf alle Fälle noch ankommen. Wir, ich. Ein wunderschönes Feld. Wunderhübsch, oder nicht? Ich find's toll. Extra nochmal umgedreht, weil ich bin eigentlich zu schnell gefahren. Ja. Ja, und die Bude Elon Protect Salbe ist auch am Start. Also die macht es halt so viel angenehmer, also keine Ahnung, es scheuert dann halt nichts mehr. Ja, die ist schon ganz geil. Mal gucken, wie es auf lange Zeit ist. Aber bisher habe ich keine Probleme. Auch was den Sattel angeht nicht. Ich habe jetzt schon mehrere gefragt, weil ich habe mir hier diesen Brooks Carbium Sattel geholt. Also quasi die Kunststoffvariante von dem Ledersattel, mit dem ich eh schon so zufrieden war. Aber den Ledersattel will ich nicht ständig nass kriegen und bei dem Rad weiß ich, dass es nass werden wird. Ja, genau. Von daher, aktuell hinternmäßig geht es vollkommen klar. Genau. Ja. Und jetzt genieße ich hier ein bisschen diese Aussicht, beziehungsweise packe es jetzt auch gleich wieder weiter, denn ich habe noch 40 Kilometer to go. Und das ist auch nur für den Abschnitt. Dann bin ich, glaube ich, ungefähr in Waren an der Müritz. Genau. Ich hoffe mal, dass die Strecke so bleibt. Also, weiter. Hey, man kann halt bergab auch so schön bei hohen Geschwindigkeiten noch mit pedalieren. Das ist super. Dann kommt man hier einfach mit 40, 50 Sachen, kann man hier auf der Ebene langfahren. Das ist dann auch geil mit einem Gravelbike, gell? So. Und hier geht's durch die Idylle. Vorne irgendwie rechts und dann geht's wieder weiter. Das hier, liebe Leute, ist übrigens der Müritzer Nationalpark. Durch den fahre ich immer wieder durch. Ja, mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Aber ja, immer wenn das Schild wieder kommt im Nationalpark, ist es eigentlich ganz schön. Und hier genieße ich gerade, dass der Wind weg ist. Geht zwar leicht bergauf, man sieht es wahrscheinlich auf der Kamera wieder nicht. Jetzt kurz bergab. Ja, aber der Gegenwind ansonsten kommt halt voll von Norden und ich fahre halt in die Richtung. Nur jo! Ich bin in Waren. Cool. So eben in Waren angekommen, also zumindest das Ortsschild. Ich weiß nicht, ob ihr es da hinten noch sehen könnt. Ja, auf alle Fälle ist das so das Hauptziel, was ich heute hatte. Da wollte ich mindestens ankommen, weil ich habe jetzt schon 52 Kilometer. Also ich muss schon noch ein bisschen weiter. Aber ich werde hier irgendwie dann mal was essen. Ja, das ist das Hauptding erstmal. Genau. Hier irgendwo suche ich mir jetzt was zum Essen. Ja, auch wenn es wahrscheinlich teurer sein wird. Am dritten Reisetag bin ich also ganz entspannt in Waren an der Müritz angekommen und habe mich für eine schmackhafte Pizza direkt an der Seepromenade entschieden. Warum es sich nicht einfach mal gut gehen lassen? So, ich habe es jetzt wieder verpennt, dass ich hier das filme. Ey, ich schwöre, ich krieg das noch hin in dem Urlaub. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz Ecktannen. Da war ich mit meiner Familie früher mal schon mal, aber auch nur einmal. Genau, und ich habe hier wieder zwei Bäume gefunden, weil ich hatte wieder nach anderen Campingplätzen geschaut, die noch ein bisschen ticker weiter waren. Weil ich habe jetzt heute 60 Kilometer, ist jetzt nicht so viel. Und es wäre eigentlich auch noch mehr gegangen, so von der Kondition her. Aber alle Campingplätze, die dann kommen, ich habe auch angerufen, die haben keine Plätze, also die haben halt eine Zeltwiese und kein Platz für Hängematten. Genau. Aber ich wollte irgendwie nochmal auf den Campingplatz, weil hier alles noch Nationalpark drumherum ist. Und da zelte ich nicht. Genau. Von daher, ich habe jetzt hier aufgebaut, ich werde dann gleich nochmal duschen gehen. Genau, kurzes Status-Update.
gucken, ob man so gut sehen kann. Naja, man ist hier nicht verschont. Nach diesem imposanten Sonnenuntergang und einer warmen Dusche und einem Tag durch den eindrucksvollen Nationalpark konnte ich mich in meine Hängematte kuscheln und mit dem Tarp war mein Schlafsetup auch absolut nicht kalt, trotz leichtem Wind. Gute Nacht und wir sehen uns im dritten Teil. Guten Morgen. Ich habe richtig gut geschlafen heute. Es ist jetzt genau 8:30. Ich werde nochmal meine Sachen zusammenpacken und dann mal gucken, ob ich da noch was zum Frühstücken oder so finde. Ja, ich packe mal zusammen. So, das hier zusammenpacken, das passt übrigens alles in die vordere Tasche. Also hier ist mein Kopfkissen, mein Schlafsack, die Hängematte. Ja, und die Bänder sind da drin. Genau. Also jetzt heißt es aufräumen, zusammenpacken. Und dann nochmal dieses kleine Geschäft da abchecken. Ach, überall Mücken. Es macht keinen Spaß. Ja. So, ich bin jetzt wieder hier an meiner Bank, wo ich gestern auch saß und ich habe mir Haribo besorgt und so Bratwürste. Die werde ich irgendwie dann später noch essen. Also ich habe auf alle Fälle was ich mir heute Warmes machen kann. Das ist schon mal gut. Ja, und jetzt mache ich hier mein Haribo-Frühstück. Ja, keine Ahnung, einfach um ein bisschen was gegessen zu haben, ein bisschen Power zu haben. Aber ansonsten gab es da nicht viel in dem Laden. Das war mehr dann irgendwie so Schwämme und so Geschichten. Ja, das war jetzt kein wirklicher Supermarkt, so. Naja, ich mache jetzt hier noch mein Frühstück und dann geht's auch bald wieder weiter. Irgendwas sucht die. Ist nicht bequem, muss ich woanders hinsetzen. Was ist da besser? Nee, auch nicht. Einfach zu kalt. Ja, jetzt ist er happy. Fahrradstraße. Ah, ich bin jetzt hier immer noch auf dem Waldweg. Der Waldweg ist aber mittlerweile zu Asphalt geworden. Das ist ganz geil. Ich esse jetzt endlich mal meine Kekse auf, damit ich da auch den Platz mal wieder habe. Na, irgendwie habe ich gar nicht so Bock auf die. Irgendwie hatte ich daheim Bock auf die. Jetzt nicht mehr so, naja. Aber esse ich. Genau. Irgendwie das Navi sagt mir noch 5 Kilometer durch den Wald hier, bis irgendwie die nächste Ortschaft kommt oder so. Also ich bin voll in der Pampa. Ja. Aber das ist auch irgend so ein Schutzwald. Ich weiß nicht genau, was ein Schutzwald ist, aber hier hätte ich auch nicht unbedingt campen können. Ja. Von daher, ich futter noch weiter und dann geht's wieder los. Heute gab es wenig während der Tour zu erzählen. Ich war noch immer etwas angeschlagen durch den Schnupfen und Husten in den letzten Tagen und habe das heute besonders gespürt. Aber die Natur und vor allem diese Waldlandschaften kombiniert mit vielen einzelnen Seen und einer tollen Weitsicht haben die Strecke besonders geprägt. Immer vereinzelt wieder durch kleine Dörfer, einfach schön. Nur vereinzelt, wie in Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern üblich, immer wieder mal Sandbögen, die den Asphalt abwechseln und deren ordentlich ausbremsen können. Seht mich gar nicht. Ey, ich bin am Arsch. Es ging die ganze Zeit jetzt hoch und runter durch den Wald. Echt eine schöne Strecke, wirklich. Also man kann von der Strecke, die ist wunderschön. Viel Natur, war auch guter Weg alles. Aber es ging immer wieder hoch und runter. Ich war nur am Schalten, dass ich entweder irgendwie bei der Abfahrt mitpedalieren kann und bin da irgendwie mit 40, 45 Sachen diese Berge wieder runter. Und dann durfte ich im ersten Gang gleich wieder hochfahren.
und wieder runter und wieder hoch. Zwischendrin ab und an kamen ihm Autos entgegen und es ist eigentlich eh eine Fahrradstraße gewesen. Ja, ich bin da mit Licht gefahren, dass man mich wenigstens relativ früh sieht. Ist auch alles gut gegangen, war jetzt auch eigentlich keine enge Situation dabei, aber nichtsdestotrotz konnte man immer nicht wirklich irgendwie die Kurven abkürzen oder sowas, weil jederzeit ja was kommen konnte. Ja, und jetzt habe ich hier so eine Paketstation. Ihr merkt, ich bin durch, ne? Eine Parkbank. Da mache ich jetzt noch mal kurz Pause. Ich habe in meinem Grail müsste noch Wasser drin sein. Das heißt, ein halber Liter Wasser habe ich noch. Ja, und dann müsste ich noch mal schauen, wo ich dann wieder was kriege. Ja, und muss dann auch mal... Alter, der Hahn hat Bock, ne? Und dann mal gucken, wo ich dann heute bleibe. Also ich habe jetzt laut dem Schild da hinten noch 7 Kilometer bis Güstrow, keine Ahnung. Das wäre genau das Zwischending quasi zwischen Waren, wo ich heute gestartet habe, und Rostock. Von daher, also bis dahin will ich noch kommen und da muss ich mal gucken. Entweder ich mache dann irgendwie Wildcamping oder so. Ja, wobei mir so eine Dusche heute wieder echt gut tun würde. Aber mal gucken. Naja, ich esse jetzt kurz was, trinke mein Wasser dann noch aus und dann mache ich meine letzten 7 Kilometer. Aber ich habe hier meine Route, also die komplette bis nach Kopenhagen, die habe ich mir aufgeteilt in 12 Etappen, weil ich erst dachte, in 12 Tagen will ich es auf alle Fälle geschafft haben. Von daher, das sind meine Must-Haves. Also die Kilometer, die ich auf alle Fälle haben muss. Ich habe heute Tag 4 und fahre gerade den Teilabschnitt 5, also quasi den 5. Tag, und habe da nur noch 1 Kilometer oder sowas und dann geht die nächste Strecke los. Also ich habe jetzt einen Tag reingefahren und die Fähre ist ja auch, glaube ich, da als Kilometer mit drin. Da wird das, glaube ich, auch geteilt. Ich weiß nicht, ob Komoot da einen Unterschied macht. Ja, ist gut. Naja. Oh, es gibt noch einen zweiten. Naja, ich laber euch jetzt nicht voll. Ich mache jetzt meine Pause. Hallo, ich spreche zu euch. Ich habe mir jetzt auf Google Maps hier alles angeschaut. Es gibt keinen Campingplatz in der Nähe. Ja, es gibt irgendwie so sauteure Hotels und keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Pension gefunden. Die habe ich mir jetzt rausgesucht. Keine Ahnung, da kann ich heute noch schön duschen, kann in einem richtigen Bett schlafen und spare mir morgen vor allem das Einpacken von den ganzen Sachen und keine Ahnung. Ich freue mich auf ein Bett. Ich sage einfach, wie es ist. Ist ja immer noch Urlaub hier. Genau, von daher muss ich jetzt nach Güstrow fahren. Es sind irgendwie noch 30, 40 Minuten sowas. Also, ich packe meine Sachen wieder und dann geht's auf den Bock Richtung Hostel. Ja, und mein Wasser und so ist auch alles leer. Kann ich da auch erfüllen. Ja, ich bin jetzt in Güstrow angekommen und habe noch, ich glaube, 2 Kilometer bis zum Hotel, Hostel, wie auch immer. Wir sehen uns dann, wenn ich da bin, das ist irgendwie Safe Check-In. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. So, ich habe jetzt hier im 3. Stock mein Fahrrad tatsächlich mit hochgenommen. Ja, ich habe da nichts dreckig gemacht oder so. Ich habe jetzt extra den Vorhang hier hinter getan, damit das nicht von der Kette dreckig wird oder so. Kann eigentlich nichts passieren. Ich habe es tatsächlich im Aufzug mit hochgenommen. Das war zwar so ein 1-2-Personen-Aufzug, aber man hat ja das Glück, wenn man keine Schutzbleche hat, kann man das Fahrrad einfach nach oben nehmen. Ich ein bisschen gekuschelt mit dem Ding und dann haben wir da schon reingepasst. Und es ist übel warm hier drin. Naja, ich werde jetzt dann duschen gehen, mir noch was zu trinken holen. Genau, und dann war es das für heute. So hatte ich auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Wäsche zu waschen. Ich bin gerade dabei, meine Socken zu waschen. Ey, es ist ja so eine graue Suppe. Dringend notwendig, würde ich sagen. Was eine Suppe, Alter. Krass. Nach dem kurzen Wäschewaschen und auch Wäsche aufhängen und trocknen und so, habe ich mich dann nochmal in die Stadt begeben, bin ein bisschen spazieren gegangen und habe mir auch was zum Essen geholt.
Ja, ich glaube, es kann einem schlimmer gehen, oder? Schau mir gerade noch die Nachrichten an. Das Fahrrad habe ich hier, Pizza habe ich hier. Und ich habe auch noch eine Fanta am Start. Beziehungsweise zwei. Genau. Ja. Das ziehe ich mir jetzt rein. Und geht's auch bald pennen. So, guten Morgen. Ich habe jetzt gerade eben mein Hotel verlassen, habe hier wieder aus der Stadt rausgefunden, beziehungsweise bin auch dabei. Heute will ich noch bis nach Rostock kommen. Ah, wir reden gleich. So, jetzt bin ich raus aus der Stadt. Ja, heute, ihr seht, das erste Mal trübes Wetter. Ja, ein bisschen windig ist es. Aktuell kommt er so schräg von vorne. Mal gucken, wie es über die ganze Distanz dann aussieht. Ich kann euch sagen, bis nach Rostock sind es 47 Kilometer. Aber die Strecke ist ein bisschen kürzer. Ja, wir sind wahrscheinlich 50 oder sowas, bis ich da am Hafen bin. Ist vollkommen okay. Dann will ich heute, so der Plan, noch nach Dänemark rübersetzen. Und da gibt es, glaube ich, auch so ein ziemlich direkt hinter der Fähre dann die diese Shelterplätze. Genau, und da will ich dann gucken, ob ich da irgendwie unterkomme. Ja, oder ich fahre dann auch noch weiter, kommt dann eben drauf an, was die Uhrzeit sagt, weil ich weiß auch noch nicht genau, wann die Fähren da fahren. Ich glaube, die fahren alle 2 Stunden, also kann sein, dass das ganz blöd auch reingrätscht. Ja, das sehen wir dann. Ich lasse das wie alles auf der Reise erstmal einfach auf mich zukommen. Und wie ihr es hört, hier fliegen immer wieder, das sind keine normalen Flugzeuge. Habe ich gestern schon gesehen, das war irgend so ein, ich weiß nicht, ob es ein Eurojet war, aber irgendwie auf alle Fälle ein Militärflugzeug. Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle sind die hier rumgeflogen und auch ziemlich tief und auch ziemlich laut. Achso, und runter habe ich es dann auch im Hotel wieder durch den Aufzug geschafft. Gut, genug gelabert, jetzt geht's weiter. Richtung Rostock. Heute war einer der Tage, wo es einem schwerfällt, sich in Schale zu werfen und rauszugehen. Es war grau, windig und ungemütlich. Aber was ich zu der Zeit noch nicht wusste, dieser Tag wird ein Tag sein, den ich noch ganz, ganz lange in Erinnerung behalten werde. Mir läuft ja jetzt schon seit den ganzen Tagen eigentlich irgendwie die Nase, ich habe so ein bisschen Husten und sowas, aber nicht so tragisch, dass ich nicht fahren könnte. Auf alle Fälle hatte ich jetzt nur noch ein Taschentuch und was habe ich gerade hier auf dem Weg gefunden? Quasi eine niegelnagelneue Packung. Ich nehme die jetzt einfach so mit, da fehlen 1 oder 2 Taschentücher und ansonsten, die ist nicht dreckig, gar nichts. Ich nehme die jetzt mit, weil ich war schon immer am Überlegen, aber an Tankstellen oder so kriegst du ja auch keine Taschentücher. Also, keine Ahnung, das ist ja, fängt ja gut an heute hier. Gratisgeschenk. Geil. Oh, das erste Mal Sonne heute. Das erste Mal Sonne. Mit Sonne ist gleich viel angenehmer. Ist halt schon irgendwie ein bisschen kalt, ne? Und ich habe halt auch immer nur so dünne Sachen hier an. Ich habe so einen dicken Pullover oder sowas gar nicht mit. Ich könnte nur meine Regenjacke anziehen. Aber da schwitzt man dann gleich wieder drunter. Also die Sonne genieße ich ein bisschen. Und ich höre hier schön einen Podcast nach dem anderen, kann ich mal meine ganzen Folgen nachholen. Ist auch ganz geil. Ja. Da vorne müsste irgendwie dann schon langsam Rostock anfangen. Das sind jetzt wohl noch 8 Kilometer. Und ich hoffe, nicht mehr viele Höhenmeter, aber der Gegenwind macht einem heute zu schaffen. Ja, hier geht es gerade ein bisschen bergab, aber man wird halt trotzdem die ganze Zeit gebremst vom Gegenwind. Aber man sieht so wenig. Das ist, naja. Und ich hatte gerade noch den Gedankengang, ich könnte ja auch von Rostock nach Trelleborg und über Schweden nach Kopenhagen fahren.
In Schweden dürfte ich halt legal wild zelten und ich mag Schweden. Aber es wären halt viel weniger Kilometer. Ich muss mir das noch überlegen. Aber es war jetzt so ein spontaner Gedankengang. So, ich habe ein kleines Etappenziel erreicht. Wir sind in Rostock. Zwar nicht Landkreis, sondern Stadt. Ich muss aber bis zum Meer noch ein Stückchen fahren. Ja, und Grüße gehen raus an HRO Danny. Vielleicht kennst du mich ja noch vom Stream. Ja, also, weiter geht's. So, das ist der Rostocker Stadtwall oder sowas. Stadtmauern. Dann geht's noch zu diesem Stadttor oder sowas, wie das heißt. Und dann geht's Richtung Fährhafen. Oder Überseehafen. Genau. Vielleicht setze ich mich auch vorher noch mal kurz ans Ufer. So, es ist das Steintor übrigens. Windig und meine Jacke flappert die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob man es mitkriegt. Nee, jetzt hört der Wind ja gerade wieder auf. Hey. Sowas. Super nervig. Hier soll ich. Das war der Moment, wo ich Oliver kennengelernt habe. Er war seit einigen Wochen unterwegs aus England, über Frankreich, durch Paris und möchte ebenfalls nach Kopenhagen und dort einen Freund besuchen. Wir hatten uns bereits am Tag zuvor immer wieder gegenseitig überholt und hatten scheinbar eine recht ähnliche Reisegeschwindigkeit. Beim Warten auf die Fähre hatten wir uns etwas unterhalten und haben uns von Beginn an gut verstanden und nach einem gemeinsamen Essen auf der Fähre hatten wir uns entschieden, ein Stück gemeinsam zu fahren. The crossing will take approximately 2 hours, during which time you'll have the opportunity to visit Food Express or our all-inclusive buffet. You can also do your shopping in the perfumery and onboard shop. You're welcome to go for a walk outside and enjoy the view. Smoking is... Nach der Fährfahrt haben wir noch kurz unsere Taschen gerichtet und sind nur ein paar Kilometer gefahren. Auf einer App, die ich mir vor der Reise runtergeladen hatte, sind allerlei Shelter in Dänemark eingezeichnet, wo man teils kostenlos und teils für ein paar schmale Taler übernachten darf. Genau so einen hatten wir gefunden und wollten uns diesen ansehen. Ich wünschte, ich hätte ein Zelt dabei. Muss mal gucken, was ich hier irgendwie machen kann. Mal sehen. Erstmal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ne? Am Shelterplatz angekommen, war es einfach traumhaft. Es gab einen überdachten Shelter und dahinter konnte ich in zwei Büschen meine Hängematte aufspannen. Wir haben gemeinsam alle unsere Vorräte zu einem Essen zusammengetan und es gab die Würstchen, die ich am Vortag besorgt hatte, zusammen mit Reis, Erbsen, Mais und Bohnen. Und nach so einem langen Tag war das einfach genau die Krönung, die es brauchte. Am Abend noch den Sonnenuntergang am See genossen und später kam noch ein nettes Pärchen mit ihrem Camper vorbei und wollten erst bei uns bezahlen, um dort schlafen zu dürfen. Ja, rundum einfach ein Tag, der lange, lange in Erinnerung bleibt, weil er einfach so schön war, obwohl es morgens eher ein So-Lala-Anfang war. Also ein super schöner Ausgang, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und ein traumhafter Schlafspot. Und das alles für 3 Euro die Nacht. Und ein Klo gab's auch.
guten Morgen zum sechsten Tag meiner Reise nach Kopenhagen. Morgens gegen 7 Uhr haben mich die Sonnenstrahlen geweckt und langsam kamen auch die Mücken aus ihren Verstecken. Es dauerte nicht lange und ich hörte auch Olli langsam Geräusche von sich geben und ich entschied aufzustehen. Bei einem Frühstück am Steg gab es noch ein Sandwich, das ich mir am Tag zuvor auf der Fähre gekauft hatte. Auch Quallen gab es dort zu beobachten. Das ist der Grund, warum ich froh bin, ein Mückennetz zu haben. Das ist sehr furchtbar. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Mücken auf einer Reise gehabt. Aber ey, der Wind trägt sie mit. Ist auch geil. Aber es ist alles voll dahin. Brutal. Hab gerade das Fahrrad wieder abfahrbereit gemacht. Wir haben jetzt 10:30 und dann geht's wieder los. Ich habe auch schon Shelter gefunden für die nächste Nacht. Mal gucken, ob ich da bis dahin hinkomme. Aber das wäre auch wieder am Meer. Öffentliche Shelter, kein Wasser diesmal, also kein Leitungswasser, aber werde ich schon irgendwie zurechtkommen mit. Wenn das wieder so nice ist wie heute, dann wäre es cool. Genau, wir fahren jetzt noch ein Stück, er muss dann zum Bahnhof und ich fahre dann noch weiter. Wir begannen diesen Tag gemeinsam und fuhren bis nach Nykøbing, wo Olli dann in den Zug steigen musste, um noch rechtzeitig nach Kopenhagen zu kommen, um dort einen Freund zu besuchen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich die Zeit zu zweit genossen habe. Man konnte Erfahrungen teilen, sich Geschichten erzählen, aber was für mich den meisten Mehrwert bringt, man kann eben die Abende gemeinsam ausklingen lassen. Das Fahren ist gar nicht das, was an einer Begleitung das Schönste ist. Es ist der gemeinsame Austausch am Abend über all das Schöne, was man über den Tag gesehen oder erlebt hat. Und danke dafür, Olli. Und klar, Filmaufnahmen aus einer anderen Perspektive sind auch eine super Sache. Alleine unterwegs. Wunderschöne Straßen. Und jetzt geht es von der Route her einmal komplett übers Land, von der Ostküste von diesem Inselstück, von der Westküste auf die Ostküste. Genau. Schauen wir uns so näher an. Ja, das ist so richtig Ostsee, oder? Geil. Sandstrand. Richtig, richtig geil hier. Ich kann euch nicht erklären, warum oder was es war, aber dieser Moment am Strand war ein Gefühl, das ich seit langer Zeit nicht mehr hatte. Ich hatte etwas geschafft, aus eigener Kraft, ohne Hilfe, ohne Ehe-Unterstützung. Es war nicht das erste Mal am Meer während dieser Reise, aber es war der erste Moment, wo dieses besondere Gefühl der Freiheit mich überkommen hatte. Ich war zu etwas in der Lage, zu dem ich mich alleine motiviert hatte, mich alleine auf die Reise gemacht hatte, obwohl viele Freunde oder auch Familie nie richtig verstehen, warum ich mir das antue mit dem draußen Übernachten in der Hängematte und wie ich es gerne nenne, dem Leben im Dreck. Es ist Freiheit. Es gibt, ja, in diesem Moment nur mich, mein Fahrrad und die Strecke. Und alle Probleme und Dinge, die mich daheim stressen können, die können mir alle gestohlen bleiben. Das ist bestimmt nicht für jeden etwas, aber probiert es ruhig aus. Mir gibt mir dieses Gefühl der Freiheit Kraft für mein eigenes Leben. Ein selbstbestimmtes, positives und facettenreiches Leben. Mein Leben. Na, wenn das hier
nicht ein Hängematten-Spot gewesen wäre für die Nacht. Aber für jetzt ist es leider noch zu früh. Und hier ist es, glaube ich, jetzt auch wieder nicht erlaubt. Aber ey, das wäre super geil. Man hätte hier überall aufhängen können. Das Meer direkt dran. Vielleicht wäre es ein bisschen kühl geworden vom Wind her. Das kann gut sein. Und weiß nicht, ob man es über die GoPro sehen kann, aber da hinten ist so ein Stück Land. Das ist quasi mein Ziel für heute. Genau. Es sind noch ungefähr 40 Kilometer. Ey, aber es ist ja super schön hier. Wäre allerdings auch wieder einsichtig von den Wegen. Ja. Ey. Es ist so traumhaft schön. Das ist das Gartenhäuschen des Generals. Ja. Und das liegt direkt hier an der Ostsee. Ey, es ist einfach gerade so traumhaft schön hier lang zu fahren. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Keine Ahnung, man riecht die Meerluft und ein bisschen schöne Musik auf den Ohren und der Weg ist schön. Und der letzte Abend war schön. Danke nochmal an Oliver. Das war wirklich schön, dich getroffen zu haben. Richtig, richtig schön hier. Ich will das irgendwie teilen mit euch, aber ich keine Ahnung, ob das so rüberkommt. Es ist einfach traumhaft schön hier. So, jetzt ist es passiert. Ich habe den ersten Platten. Also hier ist jetzt gerade, geht so gerade kriechend raus. Ja, irgendwo muss ich da reingefahren sein. Hier war gerade Rollsplit und keine Ahnung. Bisher habe ich ja echt Glück gehabt mit den Beschaffenheiten. Und vor allem, dass da nichts passiert ist. Naja, hilft jetzt nichts. Dann muss ich jetzt das Rad ausbauen. So, der Platten hat mich jetzt ungefähr 45 Minuten gekostet. Ja, 45 Minuten. Er scheint soweit erstmal wieder dicht zu sein. Ich habe jetzt einen Flicken benutzt. Ich habe keinen neuen Schlauch benutzt, weil den mir ist aufgefallen, ich habe quasi einen alten Schlauch mitgenommen. Der hat schon zwei Flicken und jetzt sei mir gut, dann nehme ich jetzt den und mache einen neuen drauf. Ist vielleicht besser, als einen geflickten schon zu nehmen. Aber merke ich mir, wenn ich mal an einem Radladen vorbeikomme, hole ich mir nochmal einen Ersatzschlauch. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Da könnt ihr euch das vielleicht gut bildlich vorstellen. Wir haben heute irgendwo hier unten geschlafen. Hier unten war die Fähre quasi. Wir sind dann hier rüber, hier, ich glaube hier, genau, hier ist er in seinen Zug eingestiegen. Dann bin ich hier rüber gefahren. Hier war dieser wunderschöne Waldweg an der Küste lang, wunderschön. Hier oben war da ein bisschen Gegenwind. Hier habe ich meinen Platten bekommen, irgendwo hier in der Wohnsiedlung. Jetzt bin ich hier, gehe mit der Fähre rüber. Hier die Brücke, das ist keine Fähre, sondern eine Brücke. Dann gehe ich hier rüber. Und hier in diesem Wald ist mein Shelter, wo ich heute hin will. Genau, das ist mein Ziel. Und während ich auf die Fähre gewartet habe, konnte ich dort meinem Hinterrad noch ein wenig mehr Luft und mir eine dicke Tüte Eis gönnen. Ein zweites Mal bewahrheitet. Hier gibt es Wasser zum Auffüllen. Wobei ich da gerade sehe, es gibt auch Toiletten, dann kann ich es auch direkt da auffüllen. Dann gehe ich gleich zu den Toiletten. Aber ansonsten, wenn man Wasser braucht,
sind Kirchen immer ein gutes Zeichen, weil es da nämlich Wasser für die Blumen gibt. Aber das habe ich ja schon mal erzählt. Ich weiß nicht mehr in welchem Abschnitt, aber wir haben schon mal drüber geredet. Hier. Toiletten. Mensch, ihr könnt mir nicht glauben, wie sehr ich mich ärgere, die Ankunft nicht gefilmt zu haben. Mein angedachter Shelter war bereits belegt von jungen Leuten, so Mitte, Anfang 20, die bei meiner Ankunft gerade ihr Abendessen für den Grill vorbereitet hatten. Ich hatte gefragt, ob es sie stören würde, wenn ich ein paar Meter mit meiner Hängematte übernachten würde. Sie meinten, wenn ich mich nicht durch sie gestört fühle, ist alles in Ordnung. Also ein paar Meter weiter und dort waren auch zwei ältere Herren, die neben zwei Zelten an einem kleinen Lagerfeuer saßen. Auch die beiden habe ich Hallo gesagt und auch sie hatten kein Problem mit mir. Also hatte ich mir schnell mein Bett in die Bäume gehangen. So, und dies wäre meine Aussicht aus der Hängematte diese Nacht. Dort ist überall Meer zu sehen. Und in der Richtung müsste die Sonne aufgehen. Das heißt, ich habe da voll Panoramasicht drauf. Und hier hinter mir sind Leute, die auch aufbauen und irgendwie grillen und mal gucken, wie laut es wird. Aber ich werde eh pennen wie ein Stein. Ist ja ganz gut, wenn ein paar Leute da sind und ich nicht der Auffälligste bin. Und morgen früh geht's wieder weiter. Ja, von daher, ich guck mal, dass ich da noch irgendwie was esse, aber gerade bin ich froh, einfach nur mal zu liegen oder zu sitzen. Ja, und es waren heute wieder knapp 70 Kilometer. Das war ganz gut. Genau, und jetzt ruhe ich mich erst noch mal ein bisschen aus, bevor es irgendwie an irgendwas anderes weitergeht. Ja, und aus einem kleinen Powernap wurde ein solider Tiefschlaf, der bis um 11 anhielt und ich wach wurde, weil es doch langsam frisch wurde. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich jetzt sehen könnt, aber ich war gegen 19 Uhr oder sowas war ich hier. Ich habe meine Hängematte aufgebaut und war so müde. Ich habe mich reingelegt und bin instant eingeschlafen und bin dann so gegen 11, halb 12 nochmal wach geworden, weil es dann kühl wurde. Einfach weil der Wind hier halt so mich pfeift und ich habe jetzt mein Tarp noch aufgebaut und jetzt ist es eigentlich ganz angenehm hier. Aber die Aussicht ist halt jetzt ein bisschen eingeschränkt. Naja, und dann war ich gerade noch am Handy und dann habe ich meinen Flixbus noch gebucht. Ja, von daher, ich hau mich jetzt weiter hin und wir sehen uns morgen früh. Ich zeige euch hier noch ein paar Bilder, wie es jetzt aktuell ausschaut. Aber ihr kriegt auch noch Bilder morgen früh, wenn es hell ist. Also gute Nacht. Und dieser Schlafspot war einfach der schönste der ganzen Reise. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ach, und das Meeresrauschen, das ihr hört, ist kein Soundeffekt. Das habe ich vor Ort aufgenommen. Guten Morgen zu Tag 7. Aufwachen bei Meeresrauschen, frischer Luft und ganz ohne Wecker. Dazu dieser Ausblick, einfach traumhaft. Ja, ich habe gerade meinen Schlafspot verlassen, vor 20 Metern. Habe mich gerade noch von meinen Nachbarn da verabschiedet und die meinten, es war erstaunlich, wie sie einfach nur gesehen haben, wie schnell ich meine Hängematte da aufgebaut hatte. Saß drin, habe ein bisschen an meinem Handy gemacht und bin sofort eingeschlafen. Ja, und genauso hat es sich gestern noch angefühlt. Weil eigentlich wollte ich mich nur kurz ein bisschen ausruhen und dann bin ich einfach eingepennt bis um 12:30. Ja, und dann habe ich euch eben die Nachtfotos noch gemacht. Genau. Richtig, richtig schön der Spot gewesen. Bisher der schönste Schlafspot, den ich bisher hatte. Das war richtig geil da. Also gerade das Meeresrauschen die ganze Zeit. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich wollte ja normalerweise auch den Sonnenaufgang filmen. Hab den einfach total überpennt. Ich bin erst um 9:30 wach geworden. Ja. Und jetzt, glaube ich, haben wir ungefähr 9:30. Ja, also ungefähr eine Stunde brauche ich doch immer zum Zusammenpacken. Aber ich habe mir jetzt auch Zeit gelassen. Also ich habe jetzt nicht schnell, sondern es sollte alles gut gepackt sein. Genau, von daher geht es jetzt weiter. Es sind noch 2,7 Kilometer bis zu meinem Routenstart wieder. Und dann geht es, glaube ich, wieder 60, 70 Kilometer sowas. Ich werde es wahrscheinlich die drei Etappen als drei Etappen auch machen. Und dann heute ist Samstag, Sonntag und dann komme ich am Montag an. Das ist ein guter Plan. Und jetzt geht es hier durch den Wald noch weiter. Und mal gucken, was uns der Tag heute bringt.
Was ich gestern, glaube ich, nicht erzählt habe, ist, dass ich gestern Abend, dadurch, dass ich einfach eingepennt bin, nichts mehr gegessen hatte. Das werde ich jetzt nachholen. Ich habe hier ich hatte gehofft, dass hier irgendeine Bank ist oder sowas. Aber Dänemark übertrifft sich mal wieder selbst. Es ist eine Bank hier. Es sind Mülleimer dort und dort. Und das Beste zum Nudelkochen und generell Speisen ist ein Wasserhahn. Ey, warum kann Deutschland sowas nicht? Keine Ahnung. Zumindest sehe ich so selten, dass irgendwie so richtige Station oder... Naja, egal, ich reg mich nicht auf. Und super schön, die Leute kommen dir hier entgegen, winken dir zu und keine Ahnung. Ich find's einfach schön hier. Ja, und direkt am Meer. Ja. Ich meine, ihr habt's wahrscheinlich schon gehört. Aber ey, ist das nicht schön. Und es riecht auch so richtig nach Salzluft und das Leben ist schön, Leute. Das Leben ist schön. So, ich packe mal mein Zeug aus. So, ich habe gerade aufgebaut. Hier mache ich jetzt Wasser warm. Und beim Anzünden habe ich mir gerade ein bisschen die Haare hier abgesenkt. Naja, passiert. Aber ist nichts soweit. Ansonsten ist das Ding super. Hier lade ich meinen Strom. Lädt irgendwie bei 2,5 Ampere, also da geht gerade ordentlich was durch. Genau. Ja, und ich mache mir jetzt Nudeln mit Mais und Pesto. Und ich habe noch einen Eistee von gestern. Den habe ich vergessen, dass ich den überhaupt noch habe. Geil, ist doch ein gutes Frühstück. Freue mich. Ich habe noch 55 Kilometer bis mein Routenende. Von da aus sind es noch ein paar Kilometer zu dem Shelter. Also wieder roundabout 60 heute. 60 Kilometer. Jo. Bisher alles top. Und der Reifen hält. Ist auch gut. Alles über. Ja, aber jetzt habe ich hier dann noch so eine coole Bank gefunden. Da esse ich jetzt noch meine Bananen oder eine Banane und dann geht's weiter. Und dann habe ich hier jetzt gerade noch eine Karte gesehen. Komplett verkehrt. Ich bin ja gestern hier, habe ich geschlafen. Hier. Hier bin ich hochgefahren, hier habe ich jetzt gewendet vorhin. Und hier ist der Pfeil. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Genau, hier geht es dann rüber. Ich bin mir nicht sicher, ob mit Fähre oder Brücke. Das sehe ich dann. Und dann ja, geht es irgendwie darüber. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe mir die Karte noch nicht genau angeschaut. War gerade niemand da. Also habe ich bei den Frauen mal kurz geguckt, weil das ist ja eigentlich dieselbe Kabine. Da ging es gut. Da war es in Ordnung. Von daher konnte ich jetzt meinen Notfall verrichten, sagen wir es mal so. Genau, und jetzt geht's dann weiter. Vielleicht könnt ihr euch noch an mein Video erinnern, nur ich meinte, ich habe ganz stolz mein Lenkerband gewickelt. Ja, löst sich auf. Vor allem auf der rechten Seite. Aber ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich oft irgendwie auf der Position an der Seite fahre und die Hooks sind mir doch irgendwie einen Ticken zu weit vorne meistens. Und dann will ich doch ein bisschen aufrechter sitzen. Naja, aber eigentlich merkt man es kaum beim Fahren. Aber das ist der erste Schaden, den ich habe. Und ich habe an meiner Hängematte, fehlt mir ein so ein Stab zur Aufhängung von
von dem Moskitonetz. Ja, hab mir jetzt mit einem Stock beholfen, das funktioniert auch. Zeige ich euch heute Nacht mal. Ich strampel hier gerade die Brücke hoch, das ist so mit das Höchste, was hier irgendwie in der Nähe ist. Da ist das Meer, dort ist die Brücke und dort ist wieder Meer. Ja, aber die Autos donnern ganz schön an einem vorbei. Vorher war auf der Strecke auch noch Baustelle, da sind die so oder so, also da musste ich auf der Straße fahren. Jetzt ist wenigstens der Radweg nebendran. Naja, aber ansonsten 99% der Radwege sind geil. Man hat auch gesehen, die Baustelle war, weil sie nebendran einen neuen Radweg bauen. Also da habe ich mehr als Verständnis für. Naja, dann fahre ich mal weiter. Das hat er gerade mit Absicht gemacht, oder? Boah. Von der Brücke aus gab es eine wunderschöne Aussicht aufs Meer und das kleine Dorf am Ufer. Anschließend ging es weiter entlang an Feldern und kleinen Ortschaften. Und während einer Bananenpause wurde ich von einer Gruppe anderer Radreisenden überholt. Ich hätte übrigens gedacht, dass auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg mehr Radreisen unterwegs sind. Aber mir soll's recht sein, beim Donauradweg waren es mir zu viele. So, ich bin jetzt an dem Shelter, den ich angepeilt hatte. Und wie ihr seht, da sind zwei Zelte. Dann dieses Pavillon, der ist auch schon mit allem möglichen Kram befüllt. Da hinten ist hier ist auch so ein Shelter. Da ist auch schon alles drin zum Schlafen und so. Von daher hier ist eigentlich alles voll. Aber wo die Leute sind, habe ich keine Ahnung. Und hier ist auch nirgends ein Schild, wo man es buchen könnte. Also, keine Ahnung. Weil online steht halt da, dass man das buchen muss, so wie der Shelter, den ich mit Olli bezogen hatte. Und da habe ich jetzt kein Problem mit, das sind ja nur so ein paar Euro. Ja, und hinten ist noch so ein Campingplatz, aber der war komplett touristisch, also, ja. Aber jetzt sehe ich, da hinten ist auch noch irgendwas, das gucke ich mir auch noch mal an. Ja, also ich schaue hier gerade an dem Shelter hier, da kann ich nicht bleiben. Das ist belegt mit irgendwie, ja, die sind irgendwie so eine Mädelsgruppe mit 15, 16 oder sowas. Nee, da will ich jetzt auch gar nicht rumfragen. Genau, von daher wird es wahrscheinlich dieser Campingplatz. Jetzt habe ich auf der Homepage von dem Campingplatz geschaut. Das ist irgendwie so ein Luxus-Resort in der Natur. Ja, und jetzt komme ich daher, ne? Mit meinem seit zwei Tagen nicht geduscht. Und will bei denen übernachten. Naja, aber vielleicht schadet mir eine Dusche auch mal nicht, ne? Von daher bin ich da gerade am Schauen. Die haben irgendwie bis um 9 wohl noch offen. Jetzt ist es genau 6. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so billig. Und eigentlich habe ich ja alles da. Und ich muss halt mal gucken, wie das da mit hängen. Am besten, ich fahre hin und frage nach, ne? Das hat immer am besten funktioniert. Das mache ich jetzt auch. Ja, von daher packe ich jetzt meine Sachen und fahre da wieder hin. Ja. Ihr kriegt gleich ein Update, wie es gelaufen ist. Fancy hier. Also, ihr könnt euch denken, wie es gelaufen ist. Gegen eine schmale Gebühr von umgerechnet 38 Euro durfte ich mich auf dem Campingplatz niederlassen. Allerdings muss ich zugeben, es war schon ganz schön cool dort. Ich habe eine Campingküche nutzen dürfen, eine Outdoor-Küche, sie hatten ein modernes Bad und einen kleinen Supermarkt, wo ich mich direkt eingedeckt habe. Hier gibt es alles in diesem hausinternen Supermarkt, ey, das ist krass. So, ich habe mir hier eine Limo geholt, habe hier sowas aus dem Tiefkühlfach ein bisschen verfeinert. Würstchen, Kartoffeln und Speck ist, glaube ich, noch drin und Zwiebeln. Dazu habe ich einen Kartoffelsalat und ein Bierchen. Wenn ich noch Hunger habe, kann ich noch meine Nudeln machen von Mittag. Und das ist nur meine Sache. Ja. Und morgen gehe ich da nochmal hin, kann dann noch schön frühstücken und kann dann auch mein Proviant wieder auffüllen, falls ich die Nudeln dann noch essen will. Dieser besagte Kartoffelsalat
Kari ist nicht eine Kartoffel oder so, warum auch immer ich da drauf dachte. Dachte, dass es das ist. Das ist ein Curry-Salat. Und da sind quasi Nudeln drin. Besteht, wenn ich es hier lese, zu 47% aus Mayonnaise, Eiern, Salz, Zucker. Ja, das ist ganz schön mächtig. Jetzt nicht unbedingt mein Fall. Das ist schon sehr mayonnaisig, aber naja, ziehe ich mir jetzt trotzdem rein. Das ist geil, das ist wirklich lecker. Das war eher ein Griff ins Klo. Und die Limonade, die ist super. Faxe Condi, Apfelsinn. Meine Hängematte konnte ich auf einem Platz extra für Radfahrer aufstellen. Dort hatte man auch die Möglichkeit, so feste Zelte zu mieten. Die waren bereits mit Matratzen und allem, was dazugehört, ausgestattet. Bettzeug, Bettbezug, alles dabei. Aber ich muss sagen, in meiner Hängematte schlafe ich auch super gut. Und diesen komischen Mayo-Curry-Salat, den habe ich doch nicht runterbekommen. Knapp 140 Kilometer trennen mich aktuell noch von Kopenhagen. Ja, jetzt geht's gerade wieder ans Zusammenräumen. Danach gehe ich dann noch zum Frühstücken, beziehungsweise hole mir halt was zum Frühstücken. Aus diesem Shop da hole mir dann noch was zum Essen, was ich mittags mehr machen kann. Und dann geht's schon wieder weiter. Ich weiß noch nicht genau, wo ich jetzt meinen Stopp machen werde. Also ich brauche ja noch eine Nacht quasi bis Kopenhagen. Meine Unterkunft für Kopenhagen habe ich schon gebucht. Das ist dann über Airbnb so ein Zimmer. Einfach, dann kann ich meine Sachen da lassen und ich habe auch kein richtiges Fahrradschloss dabei. Das ist ja nur so ein, ja, mehr oder weniger so ein, wie heißt das, so ein Kabelbinder, den man zumachen kann. Ja, das ist jetzt nicht besonders sicher. Von daher, genau. Ich war auch auf einem Campingplatz, den mir Saftrad empfohlen hatte. Da habe ich allerdings nachgefragt wegen der Hängematte und die haben einfach nur ganz kurz und bündig only tents, please book online, thanks. Wow. Ja, da gehe ich nicht hin. Von daher, ich packe jetzt meine Sachen zusammen und dann muss ich noch gucken. Vielleicht wird es auch heute nochmal wildcampen. Kann auch gut sein, weil morgen habe ich ja dann auch schon eine Dusche. Genau. Gut, also wir lassen den Tag auf uns zukommen. Genau, jetzt ringel ich hier noch meine Aufhängung auf, pack mein Fahrrad zusammen. Genau, und meine Powerbank, die lädt gerade noch da in dieser Küche. Genau. So, und da sind wir wieder an der Straße. Ich habe gerade eben den Campingplatz verlassen, da ist noch der Rest davon. Ja, 1,6 Kilometer bis zur Route und dann geht's schon wieder weiter. Dann ist das heute der vorletzte Tag auf dem Fahrrad. Danach ist nur noch Heimreise. Ja, und schön Kopenhagen anschauen. Das kommt ja auch dazu, gell? Ja, wieder zwei Teslas. Ey, das ist ein solcher Nobel-Campingplatz. Da stand ein Wohnwagen mit zwei Achsen und komplett irre. Ja, nicht meine Welt. Oder sagen wir mal, nicht meine Klasse. Soll zeigen, was sie können. Stinken können sie wie die Großen. Die Beine machen heute mit, aber irgendwie der Hintern nicht. Ich muss auch sagen, ich habe ihn gestern nur einmal, bevor ich losgefahren bin, eingecremt. Das bereue ich heute. Naja, ich werde jetzt dann nochmal nach einer kleinen Bank oder sowas suchen, dann kann ich nochmal nachcremen. Ich habe auch noch keine Sonnencreme drauf.
Von daher gleich ein kurzer Stopp. Nach einiger Zeit an Feldern entlang habe ich einen Leuchtturm gefunden, den ich mal genauer anschauen wollte. Ich komme gerade von da drüben, habe mir mein Fahrrad hingestellt. Und hier direkt an der Küste ist ein riesiges Bergwerk, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist Kalk. Ja, und mit einem kleinen See da unten drin. Schön. Schön, schön. Der Leuchtturm hat sich auch übel gelohnt. Der war richtig schön, aber super eng, um da hochzukommen. Aber die Aussicht, man konnte bis Kopenhagen schauen und bis Malmö rüber. Bis hin konnte man die Brücke sehen. Ziemlich geil. Ich bin gerade wieder am Meer und man kann einfach von hier schon drüben Kopenhagen sehen. Ich muss allerdings irgendwo da hinten enden und da ist dann mein Stopp für heute Nacht. Ich weiß immer noch nicht genau, wo ich schlafe. Ich muss da mal gucken. Also Option A ist irgendwo mir einen Wald suchen. Option B ist irgendwo einen Garten finden oder so, der ganz gut ist und da einfach mal klingeln. Option 3 wäre ein Campingplatz, wenn ich an einem vorbeikomme. Und Option 4 ist irgendwie eins von diesen Bed and Breakfast Dingern, die hier ständig überall angeschrieben sind. Also ich werde auf alle Fälle irgendwas zum Nächtigen finden. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist jetzt 5 nach 5. Von der Zeit her bin ich voll gut in der Zeit eigentlich. Es ist noch 15 Kilometer, bis ich mein Tagessoll erfüllt habe. Und morgen sind es, glaube ich, dann noch knapp 50, 55 Kilometer mit dieser Sektion, die ich quasi danach noch dran habe. Ja, Stand aktuell jetzt. Das sind hier Häuser und Autos. Rechts von mir ist die Ostsee. Es wird wohl heute nochmal Camping werden, weil ich fahre jetzt quasi ins Ballungsgebiet schon langsam rein von Kopenhagen. Und da ist nichts mehr groß mit Wildcampen oder so. Es gibt zwei Shelter, aber die sind so bewertet, dass alle sagen, ey, nur im äußersten Notfall. Und ich meine, ich habe ja nichts verbrochen. Es gibt jetzt allerdings noch einen kleinen Campingplatz. An dem werde ich jetzt dann eh gleich vorbeifahren. Dann gucke ich mal, ob der vielleicht eine Hängematte aufnehmen kann. Aber sieht ganz gut aus, weil da irgendwie ein Wald in der Nähe ist. Also ich habe Hoffnung. Und dann wird es, glaube ich, der Campingplatz. Da mache ich mir da noch meine Nudeln.
Vielleicht kann ich da auch irgendwie so noch was kaufen oder so. Kann ich die ein bisschen aufpeppen. Ansonsten bin ich da eben durch dieses Villenviertel gefahren. Und da gab es ein Restaurant, aber da waren Wiener Schnitzel für 34 Euro. Ja, ich bin da weitergefahren. Nee, genau. Von daher packe ich es jetzt und fahre zu diesem Campingplatz und guck mal, wie es da ausschaut. Eine Villa nach der anderen. Es hört einfach nicht auf. Wird eine neue gebaut. Und ich glaube, da kommen noch ein paar Stück gleich. Ja, doch schon. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe jetzt nicht lang gefackelt. Das hier ist der Zeltplatz. Das ist ein Paradies für Hängematten, glaube ich. Also ich werde da ein bisschen reingehen. Ich gucke jetzt mal. Aber ich bleibe auf alle Fälle hier. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 12 bis 15 Euro, irgendwie sowas. Da war aber auch noch ein Pfand dabei. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, wie viel es gekostet hat, aber vom Preis her vollkommen okay. Ja, und dann gucke ich mal, wo ich mich da ausbreite. Der einzige Nachteil ist halt, dass da hinten die Hauptstraße ist. Genau. Aber kriegen wir hin. Und ich habe euch doch davon erzählt, dass mir so ein Stock verloren gegangen ist. Das ist viel für diese Aufhängung gedacht. Ich habe mir das selber eingebastelt. Der ist genau auf die Länge und den kann ich hier einfach, nehme ich euch mal hierher. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Tue ich meinen Stock hier rein. Ich habe allerdings auch mein Messer nicht dabei. Total unpraktisch. Ich konnte mir den nur daher brechen. So. Und dann spannt der mindestens genauso gut. Das ist doch geil. Ja. So eine sehr wackelige Bank. Aber die reicht, um hier die restlichen Nudeln zu machen. Ich habe hier nämlich noch mein Pesto mit dem Mais drin. Das muss heute eh langsamer weg. Und dann werden jetzt hier die Nudeln gemacht. Auf dem schönen Trangia. Dupp, dupp. Genau. Hole ich mir noch mal einen Göffel. Und dann kann ich mal umrühren, weil das Salz muss nämlich noch sich verteilen. Naja, von daher gibt es heute noch mal Nudeln. Dann schaue ich noch mal, was der Shop zu bieten hat für irgendwie so Kleinigkeiten, keine Ahnung. Und dann gehe ich noch duschen. So der Plan bisher. Die Stelle, wo der Baum ist und die Hängematte und so, ist super. Ich bin zufrieden, wie es so zielgelaufen ist heute. Es waren irgendwie 66 Kilometer heute. Oder 68, irgendwie so. Und morgen dann der Rest, aber es kommt halt nichts mehr nach Kopenhagen. Von daher kann ich morgen ganz entspannt in die City düsen. Genau. Und da hinten ist meine Hängematte. Ja, der Shop hat jetzt allerdings schon zu. Naja, ich habe noch so eine Tafel schon. Ihr seht, glaube ich, gar nichts. Ne? Ich habe noch so eine Tafel Schokolade. Das wird auch gehen. Und mein Schlauchschal, den hänge ich hier immer an diese Ridgeline. Und dann kann ich hier nämlich später mein Handy reinmachen oder jetzt mal demonstrativ meine Powerbank hier. Und dann baumelt die hier. Das ist ziemlich gut.
Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Zum Abend gab es noch einen kleinen Spaziergang über den Campingplatz und habe mir ein bisschen die Umgebung angeschaut und bin abends dann schön ins Bett und habe wunderbar geschlafen. Morgens hieß es wieder all mein Hab und Gut zusammenpacken, bevor es die letzten 70 Kilometer Richtung Norden nach Kopenhagen gehen sollte. Leider habe ich die ganze Reise über verpasst, den Aufbau meiner Hängematte zu filmen, aber wenigstens beim Abbau könnt ihr diesmal mit dabei sein. Vielleicht gibt es dazu auch mal ein extra Video dazu und wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, mein Fahrrad ist berödelt, ist wieder alles komplett, habe alles soweit zusammengepackt. Dieses T-Shirt hier will ich jetzt gleich noch mal kurz durchwaschen, aber ich will mit dem heute fahren und nicht mit dem hellen. Ich finde das irgendwie schicker. Ja, von daher, das werde ich jetzt noch kurz durchwaschen. Es ist eh schon relativ warm, von daher kann ich mit dem kühlen T-Shirt eigentlich gut weiterfahren. Ich muss meine Karte noch abgeben für die Duschen, da kriege ich noch meinen Pfand wieder. Und dann hole ich mir noch irgendwie was Kühles zum Trinken oder so und dann geht's los auf die letzten 50 Kilometer. Genau. Ja, ich fahre jetzt vom Campingplatz los. Wenn ich mir meine Route anschaue, so sieht das übrigens bei mir dann immer aus. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt hier sehen könnt. Und dann kann ich hier meine Route wählen. Gehe hier auf den letzten Tag, Tag 10, Tag 11. Und wählen zur Route. Ja, ich habe noch ein Stück dahin. Und dann sehe, oh, es sind 59 Kilometer, sehe ich gerade. Von daher sind es wieder knapp 60 heute. Und das ist ziemlich genau der Punkt, wo ich dann mein Hostel habe. Genau. Ja. Der berechnet das dann erst, wenn ich losgefahren bin. Von daher, start mal. Ja, ich mache mir noch Musik an und dann geht's los. Eine Fahrbahn haben sie hier freigemacht, nur für die Radfahrer. Die Autos haben eine Ampelschaltung. Die teilen sich die Mitte. Ich habe jetzt eben auf Instagram eine Nachricht bekommen von jemandem, der mir wohl schon länger folgt. Und sie war gestern, letzte Woche mit ihrem Mann von Passau nach Wien unterwegs. So Nachrichten freuen mich riesig. Also ich habe sie quasi inspiriert, diese Tour oder diese Reise zu machen. Ja, liebe Grüße. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf. Aber freut mich riesig, so Nachrichten. Ich bin jetzt hier vom Berg außer Atem, aber ich wollte es mal gesagt haben. Also, wenn ihr irgendwie so Sachen macht oder so, schreibt mir ruhig. Ich freue mich über sowas. So, Luft holen. 30 Kilometer ungefähr. Ja, 33. Ja. So, zweiter Versuch. Das erste Mal habe ich nicht aufgenommen. Ich bin jetzt am Meer angekommen. Ja, tada, die Ostsee. Ich werde hier jetzt dann quasi den Weg irgendwie am, ja, so ein Strandpromenadenweg, keine Ahnung, den werde ich da lang fahren. Dann geht es in die Stadt rein und dann Richtung Bahnhof, wo dann da meine Unterkunft ist. Und ich war jetzt gerade eben noch beim Netto, habe mir so Pizzaschnecken geholt.
Würstchen und Maxi King. Es ist jetzt dann mein Mittagessen. Werde ich mir auf dieser wunderbaren Bank hier einverleiben. Ja. An diesem Strand hatte ich auch Thomas und seine liebe Frau wieder getroffen. Erstmals haben wir uns am Tag zuvor am Leuchtturm getroffen und kamen dort schon ins Gespräch und hier eben wieder. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und weiterhin schöne Reisen mit euren wundervollen Rädern. Alles Gute euch beiden. Das ist jetzt so eine Landzunge, die hier irgendwie durchs Meer geht. Links ist Wasser, rechts ist Wasser. Richtig schön. Links Wasser. Ja, und rechts seht ihr gerade nur den Damm. Aber richtig, richtig schön hier. Das sind so alte Militärbefestigungsanlagen. Die gehen hier den ganzen Weg lang. Ich weiß nicht, was hier genau war. Aber hier ist alles voll mit lauter so, ja, Hügeln mit irgendwie so Eingängen. Ja, hier kommen noch mal zwei. Und ja. Ja, ein Wall oder sowas wird das irgendwie gewesen sein. Mal gucken, vielleicht finde ich mehr dazu online. Dann sage ich es euch jetzt noch. Ja, es handelt sich tatsächlich um die Kopenhagener Festung. Soweit ich das jetzt gelesen habe, aus dem Ersten Weltkrieg, wurde zum Teil noch im Zweiten Weltkrieg benutzt, aber war da eigentlich schon nicht mehr gängig. Also Erster Weltkrieg. Und jetzt genießt die wahnsinnig schöne dänische Fahrradinfrastruktur, wo sich Deutschland nur eine ordentliche Scheibe von abschneiden kann. Zimmer hier bezogen. Ihr seht, da habe ich mein Fahrrad hin. Es war ein ganz schöner Hickhack, das Rad hier hochzubringen. Ich meine, ich habe ja online vorher gefragt und die meinten, ja, wenn ich hier Platz finde, kann ich mein Fahrrad mit hochnehmen. Sie meinten auch, ich könnte es unten im Hof abstellen. Allerdings habe ich ja nur diesen erweiterten Kabelbinder dabei und da wollte ich das ehrlich gesagt unten nicht hinstellen. Nee, auch wenn man in den Hof nur reinkommt mit so einem Zahlencode, aber es sind ja doch recht viele Parteien und keine Ahnung. Nee, also Fahrrad bleibt hier. Ich muss dann noch gucken, wie ich das dann mit den Taschen alles mache, weil ich glaube, die dürfen im Bus ja dann nicht dranbleiben. Mal sehen. Bleibt gespannt. Irgendeine Lösung fällt mir da schon noch ein. Genau. Und jetzt war ich eben duschen. Werde jetzt nochmal rausgehen, was zu trinken besorgen, dass ich hier was da habe.
und irgendwie auch was zum Essen suchen. Genau. Ansonsten ist es hier aber ganz gemütlich. Also ja, die Toiletten sind ein bisschen klein. Also wenn man da sitzt, dann sind die Kniescheiben schon an der Tür. Ja, naja, ist halt so. Genau, dann habe ich noch Socken und meine Hose da mal gewaschen. Trocknet jetzt. Ja, also geht's jetzt nochmal in die Stadt rein. Die Radreise nach Kopenhagen war die schönste Radreise, die ich bisher unternommen habe. Die Strecke ist facettenreich, angefangen in der Metropole Berlin, die Havel entlang zur Mecklenburger Seenplatte und übers Land an Feldern vorbei Richtung Rostock an die Ostsee. Die Fährüberfahrt ist für mich als gebürtiger Bayer auch immer wieder spannend und in Dänemark erwartet einen ein sehr entspanntes Völkchen und ich liebe einfach die kleinen gemütlichen Häuschen und wie fast an jedem Haus eine kleine dänische Flagge zu finden ist. In Dänemark dann die Küste entlang durch märchenhafte Wälder. Anfangs fand ich es mutig, an der Küste mit der Hängematte auf Reisen zu gehen, weil da sind ja bekanntlich weniger Bäume und Wälder. Aber es stellte sich heraus, irgendwo findet man immer ein Örtchen, um sie aufzuhängen. Und meiner Meinung nach ist der Schlaf zigmal besser, als ich ihn in einem kleinen Zelt mit aufblasbarer Isomatte hätte. Ja, und schlussendlich Kopenhagen. Einfach eine wunderschöne Stadt, wo das Radfahren, trotz Großstadt, richtig Spaß macht. Was auch der nächste Tag beweisen sollte. Und so ging mein Sightseeing-Tag in Kopenhagen auch zu Ende. Am nächsten Morgen sollte es früh losgehen, denn um 5.55 Uhr ging mein Flixbus nach Hamburg. Es war nicht das erste Mal, dass ich mit dem Bus und meinem Rad gereist war. Auch von Hamburg nach Magdeburg bin ich damals mit dem Flixbus gereist. Es war bisher immer unkompliziert und so auch an diesem Tag. Rad hinten drauf geschnallt, vorher alle Taschen abgenommen und die Rahmentasche, die habe ich so verschlossen, dass nichts aufgehen konnte. Quasi zugesperrt. So, mein Fahrrad ist fertig. Und ich habe hier alle Taschen, die ich irgendwie abgebe, quasi mit dem Ring zusammengemacht. Ja. Die beiden Snackbags nehme ich mit. Das hier habe ich jetzt zugemacht mit dem Klettverschluss, dass das nicht aufgehen kann. Und die Taschen habe ich mit dem Karabiner zusammen, die können auch nicht aufgehen. Ja, ist glaube ich so die beste Lösung. Und ab ging die wilde Fahrt.
Eine Info noch, Flixbus nimmt nur normale Räder mit und keine E-Bikes, also da bleibt einem nur der Zug. In Hamburg habe ich noch ein wenig die schöne Stadt genossen und Malte vom Kanal Malte Rollt sowie Matthias vom Kanal Saftrad getroffen und ich hatte eine schöne Zeit, bevor es am nächsten Tag wieder Richtung Süddeutschland ging und meine Reise final zu Ende ging. Danke, dass ihr mich hier auf meiner Reise begleitet habt und gebt mir in den Kommentaren gerne mal Bescheid, was ihr zur Tour noch gerne wissen wollen würdet. Interessiert es euch, was ich genau bei meinen Bikepacking-Touren an Gear dabei habe? Oder wollt ihr mal sehen, wie ich mein Nachtlager aufbaue, so mit Hängematte und so? Dann tippt kräftig in die Tasten und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Bierbrot.